Moin Leute und herzlich willkommen auf Castle Nerdskull zu einem neuen Unboxing-Video von diesem hier Anime, Waifu, Trading Card Games, wie auch immer, oder auch Goddess Story. Die Videos erfreuen sich bei euch ja großer Beliebtheit und ich finde die Karten ziemlich klasse. Deswegen habe ich mir auch hier gleich das nächste Set bestellt, was da heißt Girl Party. Und ich muss mich gleich mal auch zu meinem letzten Video korrigieren. Da hatte ich ja das Set Summer Love und hatte gesagt, das ist ein Set von Goddess Story. Aber genauso wie dieses Set hier, Girls Party, war auch Summer Love eben nicht von Goddess Story, sondern es gibt eben auch andere Anbieter auf AliExpress, die diese Trading Cards mit Anime Girls herstellen und anbieten. Das hier ist eben nicht von Little Frog, sondern eben von einem anderen Anbieter. Ich kann hier leider nicht erkennen, was das für ein Anbieter ist. Aber ich fand beim letzten Mal ja die Summer Love Karten, fand ich ja richtig, richtig spitze. Tatsächlich sogar noch von den Motiven her ein bisschen besser als Goddess Story, muss ich tatsächlich sagen. Auch weil sich die Karten eben nicht so stark gedoppelt haben am Ende des Tages. Waren zwar dann weniger Booster, aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil man eben weniger gleiche Karten hatte. So, und bei dieser Bestellung, ich greife jetzt mal eben kurz noch hinter mich, waren hier auch noch so zwei, keine Ahnung, was das jetzt hier ist, Special Booster oder Promos oder so dabei. Also auch hier, schauen wir mal. Auch hier muss ich sagen, die Verpackung wieder um einiges schöner als die Goddess Story Dinger, weil das einfach hier ein bisschen hochwertigere Pappe ist. Auch hier schön mit so einer Silberfolierung. Und dann haben wir jetzt hier die Booster. So, müssen ein bisschen schwierig hier rausholen. Okay, so. Wir haben hier, müssten ja wahrscheinlich auch wieder 20 Stück sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und jawohl. 20 Booster plus hier diese zwei Special-Dinger, wo ich keine Ahnung habe, was da drin ist. Ich würde mal sagen, wir fangen auch mit diesen an. Es fühlt sich so an, als wäre da nur eine einzige Karte drin. So ist es auch. Und zwar haben wir aber hier eine sehr schöne SP Special Rare wahrscheinlich. Und was ich hier jetzt richtig cool finde, ist, da steht der Name dann eben auch mal für uns verständlich drauf. Mesh Creelite. Und direkt ein Charakter, den ich nicht kenne. Das ist auch hier ganz nett mit der Rückseite Fate Grand Order. Schaut mal, das ist doch cool. Da weiß man jetzt auch endlich mal, wie der Charakter heißt und aus welchem Franchise der kommt. Ansonsten, ihr seht das hier mit dem Licht. Sehr schöne Foil-Effekte, sehr schöne hier Gold-Effekte, Highlights. Sehr schön. Hübsche Karte. Das war dieses eine Promo Special Pack. Und was ich auch noch sagen, Kartendicke ist wieder eine Ecke besser als beim letzten Mal. Da hatte ich ja so ein bisschen bemängelt, dass die einen ganz kleinen Tacken dünner war als Goddess Story. Das hier ist auf jeden Fall absolut, ich würde sogar fast behaupten, ein Müh dicker wie Magic. Und auch von der Qualität, muss ich sagen, hier am Rand, ne? Ja, das ist minimalst, aber nicht wirklich schlimm. So, okay. Wir machen weiter, damit das Unboxing jetzt auch nicht so ewig lang dauert. Und dann haben wir hier Yae Sakura, wie auch immer. Und da ist die Rückseite wieder ganz anders. Da ist nämlich ein ganz anderes Motiv auf einmal drauf. Aber das scheint hier tatsächlich die Vorderseite zu sein. PR, keine Ahnung, kenne ich auf jeden Fall auch nicht. Das Mädel auch vom Namen her nicht. So. Jetzt kommen wir aber zu den Boostern von Girls Party. So, guck mal, da geht es doch schon los mit einem Charakter, den ich kenne. Und zwar ist das aus Reincarnated as a Slime, ein Demon Lord, Yumami Ryamu heißt sie so tatsächlich. Okay, wusste ich jetzt gar nicht. Ich hatte ihren Namen irgendwie anders in Erinnerung. Aber es ist auf jeden Fall von That Time I Got Reincarnated as a Slime. SSR Rare mit schönem Foil hier. Das sieht auch sehr schön aus. Mona
einen sehr hübschen Bikini. Das ist auf jeden Fall, hier sieht man es, das ist genau das gleiche Logo, wie das auch beim letzten Mal drauf war. Also das ist auf jeden Fall von dem gleichen Hersteller und von dem aus dem gleichen Set sozusagen oder aus dem gleichen, ja, Edition, wie auch immer man das jetzt nennen will, Accessoire. Und Mona steht hier vielleicht drauf, wo sie herkommt. Nein, leider nicht. Okay. Okay, das ist jetzt natürlich schade. Da haben wir direkt im ersten Booster schon eine doppelte Karte. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Und direkt nochmal. Okay, Leute, das ist jetzt aber hier nicht Standard, oder? Hoppala. Und die letzte Karte fliegt mir direkt aus der Hand. Yuki Hana Lami. Sehr schönes Artwork, sehr schöner Feueffekt. UR, wahrscheinlich Ultra Rare, Ultra Rar. Und finden wir hier heraus, wo sie herkommt. YouTube VTube Hololive. Okay, virtueller YouTuber, irgendwas in die Richtung. Ja, also ein bisschen blöd finde ich ja das jetzt schon, dass ich jetzt schon zwei Doppelte habe im ersten Booster. Okay, gut. Schauen wir mal, ob das so bleibt, ob das jetzt Zufall war oder ob sich das jetzt in den Boostern wiederholt. Wenn ja, fände ich das nicht ganz so geil. SSR Sichu Kiara, sagt mir nichts die Gute. Fate Extra CC, ja, also ich bin, ich finde Fate Zero und Fate Unlimited Blade Works mega geil, aber es gibt ja so viele unterschiedliche Fate-Serien. Yumima Ryamu, das ist doch hier, aber was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist doch der gleiche Name, wie hier steht, und das ist doch ganz eindeutig nicht der gleiche Charakter. Also sie hier ist doch nicht aus That Time I Got Reincarnated, das ist Slime. Cygames. Okay. Und tatsächlich. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn das jetzt in jedem Booster so ist, dann finde ich das aber mächtig scheiße, dass da quasi nur drei unterschiedliche Karten drin sind. Dann haben wir hier wieder eine Ultra Rare K-Son. Ups, mein Gott. Aus, auch wieder irgendwas mit VTube. Ich meine, hübsch sind sie, die Artworks sind hübsch, die Karten sind hübsch. Der Foil-Effekt bei den Ultra Rares ist gut, ist sehr schön, genauso wie diese Akzente hier. Aber dass jetzt in jedem Booster da quasi zwei Karten doppelt drin sind, das muss ich sagen, finde ich jetzt echt ein bisschen schwach, wenn das tatsächlich sich jetzt so durchzieht. So, wen haben wir hier? Nozomi. Sagt mir auf den ersten Blick erstmal auch nichts. Cygames Redive. Ja, okay. Keine Ahnung. SS Rare. Miyamoto Musashi. Hübsches Artwork. Hübscher Foil-Effekt. Fate Grand Order. Mal wieder. Und ja, das scheint tatsächlich sich so fortzuführen, dass wir hier quasi nur drei unterschiedliche Karten drin haben. Das ist dann natürlich echt. Dann habe ich, ziehe ich das zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass ich ja gesagt habe, hier hat man weniger Doppelte drin, aber wenn sich das jetzt durch das Booster zieht, durch die Booster zieht, dann hat man ja die Hälfte der Karten doppelt. Das ist ja Schwachsinn. R93, okay, aus Girls Frontline. Alles Franchises bisher, mit denen ich nicht so viel am Hut habe, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, dann geht das Unboxing natürlich ein bisschen schnell, wenn wir hier quasi immer uns nur drei unterschiedliche Karten angucken. Da hätte ich jetzt auf den ersten Blick gesagt, das ist Lifa. Weil, okay, die Haarlänge passt nicht, aber hier hinten der, das, was sie im Haar, das sieht schon stark nach Lifa aus. Okay, die Oberweite der, Brüste passt auch nicht. Es ist auf jeden Fall Kazama Iroha. Kazama Iroha aus, schon wieder Hololive. Und nochmal Kazama Iroha. Gleicher Charakter offenbar. Ja, hier deutlich mehr oben. Aber gut. Ja, und tatsächlich, das zieht sich hier durch. Und selbst das, die U-Rare ist jetzt schon doppelt, weil auch diese hatten wir schon. Okay, das ist sehr enttäuschend jetzt. Wenn das tatsächlich so weitergeht, dann finde ich das sehr, sehr, sehr schwach. Das ist ein sehr hübsches Artwork. Osara Subaru. Schauen wir mal. Hololive, okay, ja. Tsushima Shigeka.
Da kann ich wieder gar nicht erkennen, aus welchem Franchise die kommt. Ja, wieder mal doppelt, kennen wir schon. Yuzuki Shoko, ein sehr, sehr hübsches Artwork. Niedlich. Und sie stammt, keine Ahnung. Legen wir mal hier so ein bisschen, dass wir hier so ein bisschen Abwechslung auf dem High Rarity Ständer haben. So, dann weiter geht's. Prinz Heinrich. Okay, es ist ganz offensichtlich kein Prinz. Also sprich nicht männlich. Glaube ich zumindest nicht. Hakus Belz. Mhm. Hololive. Und ich habe gesehen, wir haben diesmal andere Karten mit drin. Kitagawa Marin. Ach, Marin aus Dress Up Darling. Ja. Oh, das ist tatsächlich das erste Booster, wo sich die Karten nicht doppeln. Nakiri Ayame. Sehr hübsch. Und ja, Bikini Girl. Okay. Das, ja, Bikini Girl. Da steht auch nicht wirklich viel hinten drauf. Ist ein alte Rare, ist ein Bikini Girl. Kann man machen. Okay, also mal abgesehen davon, dass das Set auch wieder sehr hübsches Artwork hat. HMS Cheshire. Okay. Cheshire Cat, wahrscheinlich Alice im Wunderland. Sehr hübsch, sehr hübsch. Kann man nichts gegen sagen. Steht nichts, was für ein Franchise es ist. Dann haben wir hier Ceres Fauna. Sieht aus wie hier eine Dryade oder irgendwie sowas. Hier sieht man das mit den Ästen im Haar und so. Auch sehr hübsch. Hololive. Oh, und tatsächlich Maus Fragrance. Das ist ja auch ein bescheuerter Name. Oder Mund. Und Fragrance ist ja so Duft. Also das ist ja ein richtig bescheuerter Name. Keine Ahnung von welchem Franchise. Ich meine, sie sieht niedlich aus. Dann haben wir hier Kiryokoko. Hatten wir die gerade nicht schon mal? Nee, das ist Yuzuki Shoko. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Und als Ultra Rare, nee, oh, was ist das denn? Das ist eine BGR. Das sieht aber richtig fesch aus. Schaut mal. Glitzer Overflow hier. Glitzer, Foil, Gold, akzentuieren Carol. Und die ist doch aus Princess Connect, oder? Okay, steht nicht drauf, aber ja, das ist Carol, das ist das Katzenmädchen aus Princess Connect Redrive. Fand ich ganz witzig, den Anime. Und die auch ganz niedlich. Also das ist, scheint hier so eine richtig special, special, special Rare Karte zu sein. Und ich bin jetzt auch ein bisschen happy, dass sich das tatsächlich jetzt nicht so krass fortsetzt, sondern dass man jetzt so ein bisschen unterschiedliche Sachen im Booster hat. Minato Aqua ist definitiv nicht die Aqua aus Konosuba. Auch wieder irgendwas mit YouTube. Tsukumo Sana sagt mir irgendwas. Aber, ne, Hololive. Skatcha. Type Moon Fake Grand Order. Chika aus Kaguya-sama. Cool. Und Ultra Rare, das Swimsuit Girl. Okay, wir haben das Bikini Girl, wir haben das Swimsuit Girl. Ja, und anscheinend ist das jetzt tatsächlich, hat sich das so ein bisschen gelegt, dass das wirklich alles, ja, Giorna von Orléans aus dem Fate-Universum. Miku von Quintessential Quintuples. Das ist auch ein sehr schönes Artwork, gefällt mir. Nozomi aus Redive. Kamisuta Ayaka sagt mir auch leider nichts. Und das Popsicle Girl, das Mädchen mit dem Wassereis. Okay. So. Ganyu, das ist doch wieder das Mädel. Das hat mir auch jemand von euch unter den Kommentaren geschrieben. Vielen, vielen Dank. Ich bin immer dankbar für eure Kommentare, wenn ihr mich da aufklärt. Das ist tatsächlich ein Mädel aus Genshin Impact. Hayuki Kiori. Leider doppelt. Leider doppelt. Und als Ultra Rare das Water Gun Girl. Das finde ich jetzt auch ein bisschen schade,
Obwohl die Artworks sind natürlich super, dass sie da in den Ultra-Rare-Slots jetzt so viele Mädels haben, die gar keinem Franchise entsprechen, sondern die einfach nur heißen Bikini-Girl, Watergun-Girl, Popsicle-Girl oder so. Takane Lui. Lumine, das sieht niedlich aus. Würde ich mal kurz interessieren, wo sie herkommt. Mihoyo, keine Ahnung. Haben wir leider schon. Haben wir leider schon. Und als Ultra Rare Gavrgura. Sie hat auf jeden Fall ein Hai-Kostüm an. Und wir wissen nicht, woher sie kommt. So. So, was haben wir hier? Yuki. Ein ganz kleiner Loli. Cygames, Redive, okay. Yasuo Toiki. Nozomi hatten wir schon. Die hatten wir auch schon. Und das Popsicle Girl hatten wir leider auch schon. Also, ich bleib dabei. Sehr viele Doppelte in dieser Edition. Auch hier. Marin hatten wir schon. Die hatten wir schon, die hatten wir schon, die hatten wir schon. Shuten Doji, die Ultra Rare wenigstens noch nicht. Ein bisschen schade, ich glaube, das nächste Set wird wieder ein Goddess Story sein, weil das finde ich jetzt hier, hatten wir auch schon mit dem furchtbaren Namen Mouth Fragrance. Hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. Selbst die Ultra Rares doppeln sich hier sehr, sehr schnell. Super schade, bisschen enttäuschend, wird das Unboxing eben nicht ganz so lange. So, hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir noch nicht. Chen, nee, ich glaube nicht, kann mich nicht dran erinnern. Minato Aqua, wir hatten den Charakter schon, aber nicht mit diesem Artwork, sieht sehr hübsch aus. Und Kasson hatten wir schon. Als Ultra Rare. Ja, ich wiederhole mich jetzt. Enttäuschend. Viel zu viel doppelt. Nozomi hatten wir, glaube ich, mit dem Artwork noch nicht. Die hatten wir schon. Sogar zweimal gleich im Booster wieder. Eieiei, Leute, ey. Und auch das doppelt. Ja, enttäuschend. Echt enttäuschend. Also für das Set wirklich überhaupt keine Kaufempfehlung. Richtig enttäuschend. Da ist ja hier nur ein Drittel. Hatten wir das Artwork schon? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Das auch noch nicht. Nakiri, Ayame, Hushu Marin. Bin ich mir gerade auch nicht sicher. Als oh, das ist cool. CP. Was auch immer CP heißt. Aber das ist auf jeden Fall RAM. Zwar in einem echt hübschen Karte, hübsches Foil, hübsches Artwork. So, drei Booster noch, dann sind wir durch. Wenn das jetzt weitergeht, sollte das schnell gehen, weil wir haben ja schon super viel gesehen. Ja, haben wir schon sogar doppelt im gleichen Booster. Und wow, nochmal was Hübsches hier. CP HMS Glorious, sieht richtig, richtig, richtig schnieke aus. Wir lassen aber jetzt einmal RAM hier liegen, weil fällt mir deutlich besser die Karte. Vorletztes Booster. So. Kennen wir schon. Kennen wir, glaube ich, noch nicht. Nashami Mumai aus Franchise. Hololive, okay. Hushu Marine hatten wir mit einem anderen Artwork. Shirai Nui Flair. Sagt mir nichts. Und hatten wir schon, R39, R93. So, letztes Booster. Matale, bin ich mir gerade nicht sicher. Mino Bourbon, hatten wir noch nicht. Sehr, sehr, sehr hübsch. Die hatten wir schon, die hatten wir schon. Und dann noch mal was, ja, sehr leicht bekleidetes. Morgan, Ultra Rare. Sehr, sehr, sehr hübsch aus Fates the Night. Okay. Gut, ja, das war das Unboxing. Wie gesagt, kleines Fazit, lohnt sich meiner Meinung nach
Überhaupt nicht. Viel zu viele Karten doppelt. Müsste ich jetzt durchzählen, aber ich vermute mal höchstens ein Drittel der Karten, die nicht doppelt sind. Also hier Girls Party von diesem Hersteller, den ich immer noch nicht entziffern kann. Lohnt sich nicht. Beim nächsten Mal wird es dann wohl wahrscheinlich wieder ein Original-Set von Goddess Story sein. Trotzdem, ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt mir mal wieder in die Kommentare eure Meinung zu diesem Set, eure Meinung zu den Charakteren, wen habt ihr vielleicht sogar erkannt. Und ja, bedanke mich da für jeden Daumen, den ihr da lasst, für jedes Kommentar und sowieso für jeden Klick. Und sag mal, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier auf Castle Nerdskull. Bis bald.